Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch einen Glitch, wie ihr nie wieder wegen Unantätigkeit, ich hoffe, dass ihr richtig aus der Lobby fliegen werdet. Ja, auf jeden Fall ist der Polly mit dabei, der hat mir bei diesem Glitch geholfen. Grüße gehen raus an den Polly, ist auch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich leichter Glitch, ist halt ein bisschen zeitaufwendig, muss halt immer 15 Minuten warten. Ja, ich habe das für euch halt schon mal hier vorbereitet. Ja, auf jeden Fall braucht ihr nur die Hilfe eines Kollegen und das war's auch schon. Ja, das ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr leichter Glitch. Macht ihn noch so lange es geht, mehr könnt ihr auch im Nachtclub so viel ja, an Ware sammeln, AFK, ihr fliegt niemals aus der Lobby, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice, ja, wir werden einfach mal jetzt anfangen, wir gehen in eine x-beliebige Lobby. Ihr müsst jetzt noch eine ganz, ganz kurze Vorbereitung treffen. Ja, ihr müsst jetzt eurem Kollegen hier einmal joinen. Ihr braucht diese schwarze Meldung, diese bist du sicher Meldung. Ihr kennt sie alle. Ja, die müsst ihr euch einmal jetzt hier holen. Dafür habe ich jetzt den Pauli in einer anderen Lobby. Welche Lobby er ist, ist komplett egal. Er muss euch halt bei diesem Glitch halt in dem Moment helfen. Heißt, ihr müsst 15 Minuten halt dauerhaft in einem Talk sein oder whatever. Ihr geht jetzt hier auf aktuelles Spiel. Dann geht ihr hier einmal drauf, drückt hier auf Beitreten und holt euch die erste schwarze Meldung. Diese Meldung könnt ihr dann einfach mit Kreis einmal ablehnen. Ja, jetzt heißt es ganz einfach warten, ja, bis ihr aus der Lobby gekickt werdet. Seid ihr jetzt nun wie ich aus der Lobby geflogen wegen Untätigkeit, dann müsst ihr jetzt ganz einfach doppelt auf die PlayStation-Taste drücken und eurem Kollegen einmal nachjoinen. Jetzt diese schwarze Meldung, die ihr hier habt, müsst ihr jetzt gleich mit Kreis einfach ablehnen und das war der ganze Glitch. Ja, wir werden jetzt in den Story-Modus laden und dann warten wir dort, bis wir dort angekommen sind. Im Story-Modus angekommen, drückt ihr Options, geht auf Online, dann ganz einfach auch auf GTA Online spielen, dann auf geschlossene Freundessitzung oder was auch immer für eine Sitzung und dann warten wir dort, bis wir dort auch wieder reingeladen sind. Ja, wir sind jetzt in der Lobby und wenn ihr jetzt 15 Minuten nochmal warten würdet, ja, ich habe das Ganze für euch natürlich schon getestet, ja, werdet ihr nie wieder aus der Lobby gekickt. Wenn ihr die Anwendung schließt, dann ist es natürlich weg oder wieder in Story-Modus geht, dann bekommt ihr die Meldung, dass ihr wegen Untätigkeit gekickt worden seid. Dann die einfach mit Kreis, mit X annehmen, dann ist der Glitch, ja, weg und dann müsst ihr das Ganze neu machen. Ja, auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier machen, was ihr wollt. Ja, das war auf jeden Fall der ganze Glitch. Danke an den Polly, der mir bei diesem Glitch geholfen hat. Ja, er ist auch in der Videobeschreibung wie immer verlinkt. Ja, lasst mir noch ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Teilt das Video noch auf Ehre mit euren Freunden. Ja, aktiviert auch auf Ehre die Glocke. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder aber auch im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.